Den ersten habe ich noch dekantiert, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil das auch Quatsch ist. Nee, das ist Quatsch. Das sind ja keine alten Bordeaux oder Super Tuscans, die du da ewig riechen lassen musst. Super Tuscans, also halt Timianello und Alaya. Ja, der ist halt. Ich habe es jetzt zufällig verstanden. Was heißt denn Tuscans? Ich bin Europäer, ich sage halt Tuscans. Was halt eine Hansi? Nee, es war ja kein Adjektiv. Super Tuscans, Thomas hat schon recht. Ist ein Begriff, den man gebildet hat für. Was heißt Toskana? Modern Tuscany. 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 Aber mit TU ist das ja, Tuscany. Und im amerikanischen Deutsch Tuscany. Tuscany shit! In your face! In your face, von Schissel! Irgendwann haben einige Weingüter, Antinori zum Beispiel, angefangen, internationale Rebsorten in der Toskana anzubauen, außerhalb des DOC-Status. Waren dann quasi Tafelweine, einfach weil Cabernet Sauvignon drin war, Merlot, waren ganz modern vinifiziert, also das geht auch wieder in die Richtung Robert Parker und Co. Erreichten oder erreichen immer noch horrendeste Preise, also unter 100 Euro pro Flasche nichts zu machen. Und mir geht es eigentlich auf den Sack. Ja? Nee, gesagt. Aber das nennt man Super Tuscans. Wie will ich jetzt eigentlich drauf kommen? Ach so, wegen Dekantieren. Vor allem dann werden die Weine ja immer so warm und. Nee. Haben wir gedacht. Doch, ich stelle mal das Glas. Nach dem ersten Mal haben wir gedacht, weg.